Epilog. Gebet um Dienst. Satswarup Maharaj. Du besprachst in deinem Raghavartma Chandrika Konversationen, dass wir inneren Archana ausüben, wenn wir an ein Lila von Radha und Krishna denken, während wir andere hingebungsvolle Dienste wie Japa oder ähnliches ausüben. Ich glaube, ich habe durch deine Gnade ein wenig heilige Begierde dafür bekommen. Doch ich fühle mich nicht qualifiziert, diesen inneren Dienst zu praktizieren. Ein Grund dafür ist meine Befürchtung, ist solche Meditation Sahajya? Siehe Anhang 1. Srila Gurudeva. Ich sagte, dass es gut ist, nur so zu beten. Darf ich eine Dasi sein? Darf ich Srimati Radhika dienen? Darf ich Sri Rupa Manjari dienen? Bete nur. Versuche nicht, dir vorzustellen, dass du zum jetzigen Zeitpunkt bereits dienen würdest. Versuche nicht, diejenigen zu imitieren, die schon in solchen Diensten beschäftigt sind. Verstehst du? Satswarup Maharaj. Ja. Srila Gurudeva. Ich bete zu Krishna und seinen Gefährten, ich möchte euch dienen. Wir sind noch nicht qualifiziert, doch wir möchten dienen. Wir sprechen die Gebete in Srila Raghunath Das Goswamis Vilap Kusumanjali und Sri Rupa Goswamis Patyavali oder Stava Mala. Wir folgen ihren Fußspuren und sprechen ihre Gebete. Sri Gandharva Sampratanastakam, Vers 1. O Devi Radhika, du und Sri Krishna sind wie zwei liebestolle Elefanten. Ihr vergnügt euch in den grünen Freudenhainen von Vraj. Dort genießt ihr ewiglich euren nektargleichen Austausch der Liebe. O Gandharvika, bitte sei mir gütig und lass mich zu solchen Gelegenheiten eure lotusgleichen Gesichter schauen. Srila Rupa Goswami betet zu Srimati Radhika. Ich möchte Darshan haben von dir und Krishna. Im wirklichen Vrindavan, Aprakrit Vrindavana, Goloka Vrindavan. Während ihr dort in den Kunjas umherschweift. Lalita, Vishaka und all die anderen Sakis dienen euch dort, während euer Vihara euer freudvollen göttlichen Spiele. Bitte schenke mir deine Gnade, damit ich dich und Sri Krishna zu dieser Zeit sehen darf. Das ist mein Gebet. Das nächste Prathana-Gebet ist dieses. Sri Gandharva Sampratanastakam, Vers 2. O Devi, Gandharvika, in meiner Sehnsucht nach dir verzehre ich mich untröstlich und werfe mich heute ganz ergeben vor dir nieder, um dich mit stockender Stimme anzuflehen, mit dieser kleinen, verlorenen Seele Erbarmen zu haben. Bitte betrachte mich als eine deiner Dienerinnen, als dir ganz zugehörig. Hier betet Srila Rupa Goswami. O Srimati Radhika, du bist meine verehrenswürdige Göttin. Bitte lass mich dich erfreuen. Darf ich durch deine Gnade lernen, einer deiner Dasis zu sein? Ha Devi, Kaku Barga Gadgadaya Daya Vaja. Ich bete, weinend zu deinen Lotusfüßen. Ich kann nicht sprechen, Tränen fließen aus meinen Augen, denn ich fühle mich so trostlos. Bitte höre meine Gebete. Utpatarti. Ich bete in großer Not zu dir. Ich bin hilflos. Ich habe kein Wissen. Meine einzige Zuflucht sind deine Lotusfüße und mein einziger Trost ist es, zu wissen, dass du so gütig und großzügig bist.
Ich falle dir zu Füßen, denn du bist meine einzige Hoffnung. Ich bin so unwissend, und doch habe ich diesen starken Wunsch, dir zu dienen. Ich bete daher zu deinen Lotusfüßen, dass du meinen Namen in die Liste deiner Dasis aufnehmen wirst. Hier ist keine Qualifikation erforderlich. Wir beten und flehen einfach nur um Barmherzigkeit. Diese Art von Gebeten ist es, die wir beten. Verstehst du? Satswarup Maharaj: Ja, ich verstehe. Srila Gurudeva: Darin ist nichts zu befürchten. Doch Begierde dafür sollte da sein. Ansonsten wirst du nicht in der Lage sein, diese Gebetsstimmung zu haben. Satswarup Maharaj: Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass es Geisteskontrolle benötigt. Es scheint eine Art von Meditation zu sein. Srila Gurudeva: Nein, nein. Es braucht einfach nur heilige Begierde. Wenn es Begierde gibt, ist dadurch alles getan und erlangt. Wenn es keine Begierde gibt, werden viele Hindernisse auftreten. Doch wenn Begierde da ist, vermag kein Hindernis mehr, den Weg zu versperren. Burichandas: Nichts kann diesen Fluss der Sehnsucht mehr aufhalten. Satswarup Maharaj: Können wir auch mit nur ein wenig Begierde anfangen? Srila Gurudeva: Aber es scheint mir, dass gar keine Begierde da ist. Wenn keine Begierde da ist, wird Yukti oder logische Argumentation unsere Betrachtung beeinflussen. Dann überlegen wir, ob wir für diese große Errungenschaften beten sollten oder nicht. Wenn Begierde vorhanden ist, benötigt es keine Vernunft mehr. Unser Raganuga Sadhana wird uns sehr heilig sein und wir werden ihn geheim halten. Wir werden uns danach sehnen, mit solchen Personen zusammen zu sein, die ein brennendes Interesse an solchen Sadhana haben. Wir werden diese Themen sonst mit niemandem diskutieren. Zu dieser Zeit gibt es keine Notwendigkeit mehr für shastrische Yukti, Betrachtungen, kein Bedürfnis danach, durch shastrische Vernunft oder Logik überzeugt zu werden. Nehmen wir an, ein Mann liebt eine Frau oder eine Frau liebt einen Mann. Es gibt keinen Grund, warum die Frau diesen Mann liebt. Sie sah ihn einfach und verliebte sich. Das ist Begierde. Wir sollten unsere Vaidhi-Bhakti in dieser Haltung ausüben und denken: Durch die Gnade Krishnas praktiziere ich Vaidhi-Bhakti, weil er so barmherzig ist. Begierde wird später kommen. Beide Praktiken sind eins. Es gibt keinen Unterschied. Ein paar Unterschiede, aber keine wirklichen Unterschiede. Wenn ein Blinder um etwas betet, verursacht das keinen Schaden. Ich möchte in Vrindavan sein. Wie könnte dieser Wunsch schaden? Ich möchte meinem Gurudeva im transzendentalen Goloka Vrindavan dienen. Wir sollten es vermeiden zu denken oder vorzustellen: Ich bin eine Gopi, eine Manjari. Ich verrichte diesen oder jenen Dienst. Wir sind nicht qualifiziert, dorthin zu gehen. So beten wir einfach um diese Qualifikation. Anhang. Erster Anhang. Aus der Einleitung des Sri Chaitanya Charitamrita von Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj: Sie denken dummerweise, dass Krishna einer von ihnen wäre und dass er die Gopis umarmt, so wie ein gewöhnlicher Mann ein junges Mädchen. Manche Menschen gewinnen so Interesse an Krishna, denn sie glauben, dass seine Religion erlaube, sich sexuellen Ausschweifungen hinzugeben. Das ist nicht Krishna Bhakti. Liebe zu Krishna, Prakrit Sahajya, materialistische Lust. A.C. Bhaktivedanta Swami, die Lehren Lord Chaitanyas, Kapitel 13. Die natürliche Neigung zum hingebungsvollen Dienst basiert auch auf Anleitungen der Shastras.
Und jemand, der so eine Anziehung zu diesem hingebungsvollen Dienst hat, sollte sie nicht aufgeben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eine Art von sogenannten Devotis gibt, bekannt als Prakrita Sahajya, die ihre eigenen erdachten Vorstellungen davon verfolgen. Sie betrachten sich selbst als Radha und Krishna und verhalten sich auf fragwürdige Weise. Ein solches Dienen und eine Anhaftung dieser Art sind falsch, und diejenigen, die sich so beschäftigen, gleiten in dunkle Bereiche hinab. Das ist nicht der Standard von Ragat Mika oder reiner Hingabe. Mitglieder einer solchen Prakrita Sahajya Gemeinschaft werden hinters Licht geführt und sind sehr unglückselig.